Der Drachen-TS, ein friedliebender Ort irgendwo in den Weiten des Internets, wo Admins und User vollkommen gleich behandelt werden. Okay, Spaß beiseite, den Scheiß glaubt mir ja nicht mal der größte Weißritter. Der Drachen-TS ist ein von der Außenwelt abgeschotzter Teamspeak-Server, der ähnlich wie China oder Deutschland 39 funktioniert, strikte Diktatur. Jeder, der was gegen den Herrscher, also Drachenlord sagt, wird ausnahmslos beseitigt. Da wir uns hier auf virtuellen Boden befinden, wird dies mit einem Bann vollzogen. Noch nie in der Zeit der Menschen hat es so einen Server gegeben, bei dem man jede Sekunde befürchten muss, aus dem Nichts gebannt zu werden. Ob Fan oder Hater ist hierbei absolut egal. Ständig ist man auf der Flucht vor dem Bannhammer, ständiges Umbenennen ist hier mittlerweile etwas vollkommen Normales geworden. Auch Ausländer werden hier ohne Gnade bei Betreten des Servers sofort gebannt, da es sich hierbei um eine VPN handeln könnte. Dass es aber nur ein friedlicher Holländer von nebenan ist hierbei scheißegal. Dass VPNs verboten sind, steht übrigens nicht mal in den Regeln, obwohl dies seit Wochen von dem adipösen Buttergolem angekündigt wurde. Die einzigen Länder, die auf dem Diktaturserver Drachen-TS erlaubt sind: Deutschland, Schweiz und Österreich. Jeder andere wird sofort gebannt. Dass es auch deutsche VPNs gibt, interessieren scheinbar nicht. Link dazu in der Videobeschreibung. Alles kostenlos. Dass dieser Server ein Server ist, wo das weibliche Geschlecht wie ein Stück Fleisch mit Titten behandelt wird, zeigt der TB-Rang. Dieser bedeutet Tittenbonus. Ja, das ist mein Scheiß ernst, ich wollte es auch zuerst nicht glauben. Dies soll allerdings nur ein makaber Scherz des Lords sein, weil die Hater ihn ja immer absichtlich als Lustlord und perverses Schwein bezeichnen. Dass dies allerdings die reine Wahrheit ist, konnte ich schon selber miterleben. So wurde zum Beispiel mal ein Mädchen aus meinem Raum zu ihm oben in den privaten Raum gezogen und obwohl sie sich null kannten, hat er sofort über Sex geredet und dass er sexsüchtig sei, Anmerkung, er ist Jungfrau. Dass dieses perverse Treiben auch keine Rücksicht vor Minderjährigen hat, zeigt dieses Beispiel. Dann meinte er, wir können ja zusammen in die Sauna gehen. Boah, das wollte ich gerade fragen, ob er die Sauna eingeladen hat, ohne Witz. Nein, generell, ich hatte eh nicht vor, zu ihm zu fahren, allein schon, weil ich, wie gesagt, ich bin erst 16 und allein das war schon dieser, ja, ich bin erst 16, genau, das ist eben schon dieser Anfangs... Prinzipiell ja, also ich könnte ihn dafür anzeigen, das ist der Witz an der Sache. Ja. Aber nicht die erste Minderjährige, ne? Es gab ja noch mehr, nicht, also... Eben, auf welche weibliche Person steht er bitte nicht? Der macht alles für mich, das ist nicht das Problem. Das ist kein Scherz, der macht wirklich alles für mich. Das ist wahrscheinlich das Problem. Dieser Server ist nur für die Community erschaffen worden, die er wie das letzte Arschloch behandelt. Zum Beispiel steht in Regel 7, Zitat, ein Kick oder Bann ist zu keinem Zeitpunkt unbegründet, sondern soll zum Nachdenken der eigenen Verhaltensweise anregen. Zitat Ende. Er selber gibt aber zu, ganze Räume von bis zu 40 Leuten wegen 5 Hatern gebannt zu haben. Beispiel. Und ich erwarte schon, dass ihr euch daran haltet, aber es wird sich natürlich nicht daran halten, das ist mir auch vollkommen bewusst. So, und ich will mir jetzt die Präsentation der neuen Switch anschauen. Ciao. Viel Erfolg. Ja. Ciao. Bleib doch. Löscht es. Damit tut's mir leid, aber ihr könnt den ganzen Raum vergessen, Alter. User in your channel was banned from the server. Eigentlich nicht. Stream ist hier verboten. Hallo Rainer. Den Test zu streamen, oder was? Rainer Winkel. Ja, User joined your channel. Ich verstehe auch nicht, warum. Hallo. Der AI, ganz wichtig. Ja. Mel. Wenn euch das noch nicht genug war, wird euch die folgende Aufnahme den Rest geben. User in your channel was banned from the server. User joined your channel. User joined your channel. User joined your channel. Sei froh, dass ich mir die Mühe gemacht habe und nicht gleich den ganzen Raum gebannt habe. Sei froh, dass ich mir die Mühe gemacht habe und nicht gleich den ganzen Raum gebannt habe. Na, seid ihr es? Wenn nicht, dann Respekt, ehrlich. Man soll sich also bei dem selbsternannten Lord bedanken, wenn er so gütig war und nicht sofort den ganzen Raum bestehend aus 40 Personen gebannt hat, weil, wie deutlich zu sehen und zu hören war, nur 2 Leute ein Soundboard abgespielt haben. Seine Begründung dafür ist, dass er zu faul ist. Wenn Heide in einem Raum sind, soll man diesen einfach verlassen, um nicht mitgebannt zu werden. Anmerkung,
In jedem Raum sind Heide. Da der Lügenlord ja immer behauptet, er sei nicht so arrogant wie in seinen Videos, und man solle ihn privat kennenlernen, bevor man über ihn urteilt, habe ich dies in die Tat umgesetzt. Und ja, ich muss gestehen, er ist nicht so arrogant wie in seinen Videos. Er ist noch 10-mal arroganter. Ganz ehrlich, so einer absolut arroganten Person bin ich in meinem Leben noch nie begegnet. Wie selbstgefällig er auf seinem fetten Arsch im TS saß und einem nach dem anderen gebannt hat, nur weil dieser etwas gesagt hat, was die Lordschaft nicht hören wollte, ließ mich innerlich würgen. Der Drachen-TS ist ein menschenverachtender Server, auf dem strenge Diktatur herrscht und seine Community wie der letzte Dreck behandelt wird. Es gibt nur zwei Ausnahmen. Entweder du bist YouTuber mit vielen Abonnenten, also Film, oder eine Frau mit einer schönen Stimme, sonst kannst du kein Erbarmen erwarten. Leider gibt es genug Kuchenkinder, die kräftig virtuell am glühenden Speer saugen. Das sind genau diese Hurensöhne, die sich selber als Heider bezeichnen, aber sobald der Lord da ist, jeden anderen bei ihm verpetzen, in der Hoffnung, bei ihm Anerkennung zu kriegen. Also liebe Zuschauer, vergesst nie, der Bannhammer kann euch überall treffen, egal wo ihr seid. User joined your channel. Ja gut, dann kann ich dich gleich mal mitbannen, ne, du Assi. You were banned from the server.